Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Politik ist ein schwieriges Geschäft. Es gibt selten Beifall auf der ganzen Linie. Und wenn es um Geld geht, dann hört auch in diesem Bereich der letzte Restspaß meistens auf. Dem Staat geht es gut, sehr gut sogar. Die Überschüsse aus Steuernahmen liegen jenseits der 40 Milliarden Euro. Der Staat baut Schulden ab. Der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger geht es gut. Aber es droht Ungemach am Horizont. Durch die Handelskonflikte und Krisen, wie auch den Brexit, wissen wir, dass die Nachfrage nachlässt nach deutschen Produkten. Und das nicht nur in Europa, sondern auch auf den Weltmärkten. Die Unternehmen sehen ernsteren Zeiten entgegen und viele Arbeitnehmer teilen diese Sorgen. Auch der Staat erkennt ganz offensichtlich Handlungsbedarf, und zwar an sensibler Stelle, der Altersvorsorge. So sollen wir alle die private Vorsorge fürs Alter stärken. Das ist eine sehr schöne Idee. Die aber wird zum Kunststück, nachdem die Lebensversicherungen dank fallender Garantiezinsen beileibe nicht mehr so attraktiv sind wie früher. Am Kapitalmarkt, sprich an der Börse, fürs Alter vorzusorgen, bringt mehr Rendite, ist aber auch mit mehr Risiko verbunden. Auf lange Sicht aber eine gute Idee, wie die Vergangenheit zeigt. Das könnte man wohl durch Finanzbildung ein Stück weit wettmachen und Risiken minimieren. Denn Ertrag gibt es immer noch, nur nicht mehr so leicht zu bekommen wie einst. Was aber nicht wettzumachen ist, das ist, wenn der Staat sich an den Gewinnen ordentlich bedienen möchte mittels einer Steuer, die Verluste aber gerne den Bürgerinnen und Bürgern alleine überlässt. Denn wer für Vermögensbildung oder Altersvorsorge als Sparer ins Risiko geht, muss neben Gebühren für Finanzprodukte auch noch den Staat auf der Rechnung haben. Denn der will an den Gewinnen teilhaben, wenn es Verluste gibt, damit aber künftig nichts zu tun haben. Das halten deshalb viele für ärgerlich und manche Ökonomen gar für verwerflich, da die Bürger mit Geld investieren, das sie bereits einmal versteuert haben. Überlegungen dieser Art erstaunen. Auch angesichts der Tatsache, dass internationale Konzerne nach wie vor nicht wirklich Steuern hierzulande bezahlen. Dabei geht es dann um richtig große Beträge. In Deutschland ist Einkommen aus Kapital geringer besteuert als Einkommen aus Arbeit. Warum eigentlich? Politik ist ein schwieriges Geschäft. Aber manchmal bringt sie auch Hoffnung, wie heute beim DAX. Die fortschreitende Regierungsbildung in Italien lichtet sich. Und deshalb ist die Sorge um Bella Italia zumindest vorübergehend etwas nach hinten geschoben. Das Börsenbarometer aber geht nach oben auf 11.839 Punkte. Trotz allem Ärger über politische Überlegungen, Entscheidungen und Ergebnisse bleibt es doch dabei. Es geht uns vergleichsweise sehr gut. Vor allem, da wir selber die Politik wählen können. Ihnen allen einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns so sehen.